Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich hatte ja vor ein paar Tagen schon mal reingeschaut in die Demo bzw. Beta. Und jetzt kann ich euch auch endlich das Spiel von Anfang an zeigen. Ich plane erstmal mit 3 Angezockt-Folgen, dann mal schauen, wie es so ankommt. Und ja, ich würde aber sagen, bevor ich jetzt hier groß palaber, fangen wir einfach direkt ein neues Spiel an. Wir werden natürlich nicht das Bestehende fortsetzen, sondern komplett von vorne anfangen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es da jetzt im Vergleich zur Demo aussieht. So, wir haben hier die Möglichkeit auszuwählen zwischen leicht, normal, schwer, ultra. Ich würde einfach mal normal nehmen. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alp stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Okay, so viel zur Story hinter Elex und auch nochmal so ein bisschen die Erklärung quasi, dass das ein außerirdisches Mineral ist. Oh, scheiße. Also eine sanfte Landung ist definitiv was anderes. Nichts wie raus hier, bevor uns das Ding um die Ohren fliegt. Erfüllst du also deinen Auftrag? Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Ah!
Okay, das heißt also, wir waren die Geheimwaffe der Alps bis zu diesem Unfall? Und weil wir damit nicht ihren Vorstellungen Genüge getan haben, sind wir jetzt keiner mehr von ihnen. Okay, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich so schlimm finde, jetzt nicht mehr unbedingt zu den Alps zu gehören. So, und hier sind wir jetzt in der Wildnis angekommen und fangen definitiv mit deutlich weniger an, als das noch in der Demo, als es noch in der Demo der Fall war, wo ich jetzt schon mal eine Folge gezeigt hatte. Eine Heilpflanze nehme ich auf jeden Fall direkt wieder mit, das kann nicht schaden. Was haben wir denn jetzt hier aktuell auf unseren Skills? Muss ich mal gucken, genau, Attributspunkte kann ich jetzt nämlich auch noch keine nutzen. Wir haben eine Eisenstange gerade, um zuzuschlagen. Ansonsten haben wir hier noch gar nichts bei den Waffen. Und kleine Heiltränke haben wir, okay. Auch noch nicht das meiste, 2 Stück. Wenn ich mich zurückerinnere, wie viele ich direkt verballert habe. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Okay, ergo, wir müssen jetzt erstmal eine Waffe finden. Da stecken schon mal Pfeile im Baum, die können wir auch mitnehmen. Das finde ich ja persönlich so cool hier in dem Spiel, dass man wirklich eigentlich alles mitnehmen kann und alles für seine Zwecke nutzen kann. Das finde ich spitze. So, wo geht's hier rechts runter? Ich weiß nicht, ob ich da durch kann. Und wenn ich da durch kann, dann weiß ich nicht, ob das so sinnig wäre, da runter zu springen. Nicht mit nur 2 Heiltränken. Vielleicht sollte ich lieber hier hinten lang gehen. Obwohl das jetzt auch nicht so vertrauenserweckend aussieht. Gut, irgendwo Feuerkraut. Kann ich mir irgendwo angucken, was das ist? Jetzt habe ich hier erstmal als Hauptmission Überleben. Magalan ist ein gefährlicher Planet für einen Abtrünnigen. Gejagt von wilden Kreaturen und meinen eigenen Leuten muss ich eine Siedlung der freien Menschen erreichen, um erst einmal in Sicherheit zu sein. Vielleicht kriege ich da dann auch irgendwie mehr Sachen. Könnte ich mir eventuell vorstellen. So, ja, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier irgendwie wegkomme. Kann ich da hochklettern? Jawohl, sehr gut. Oh, wow. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, gut. Was ist das? Du bist angeschossen. Das ist der Elex-Entzug. Ja. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Oh, shit. Ja, Elex scheint regelrecht süchtig danach zu machen. Mit genug Ausdauer kannst du dir leichte und schwere Angriffe... kannst du leichte und schwere Angriffe miteinander kombinieren. Je länger diese Kombo ist, desto mehr Schaden verursachst du. Okay. Ah, Komboschlag. Aber den habe ich leider daneben gesammelt. Das ist doof. Eine kranke Pestratte. Na, lecker. Rohes Fleisch. Sollen wir das wirklich essen von der Pestratte? Ich weiß es nicht. Nicht, dass sie ihrem Namen alle Ehre macht. Das wird... Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Das wäre jetzt nicht gut für uns. Okay, hier haben wir jetzt erstmal Heiltränke. Meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Hm. Ist auch eine Folge meines Elix-Entzugs. Ah, schaut mal, guck mal, wenn er hier so vor sich hin redet, dann hat er sogar Animationen dabei. Das ist natürlich auch nice. Ist euch das auch aufgefallen? Der hatte eben, noch so, nahezu blonde Augenbrauen, jetzt sind die so bräunlich. Also er hat sich ziemlich verändert. Er hat zwar gesagt, er will da in diese Ruine rein, aber ich würde gerne hier auch mal noch so ein bisschen erkunden. Jetzt haben wir hier schon die Möglichkeit, so viel zu erkunden und anzuschauen. Jetzt möchte ich das auch nutzen. Wo kommt man denn hier hin? Oh, das ist schön. Hier haben wir sehr, sehr viel, was wir uns angucken können. Das gefällt mir. Wow. Huhuhu. Und es sieht so schick aus. Richtig krass, da unten lag eben noch die Pestratte. So, kann ich hier auf den Berg rauf oder bringt mir das überhaupt was, hier drauf zu gehen? Ich glaube, gerade bringt mir, oder? Ich weiß es nicht, ob ich doch Tatsache. Oha. Oha. Komme ich hier überhaupt noch? Komme ich hier ganz hoch? Ist oben drauf überhaupt was Interessantes? Ich glaube, obendrauf ist nichts Interessantes. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme, aber... Au. Nee, doch nicht au. Es hat sich nur wie au angehört. Okay.
Ein bisschen wehgetan hat's. Hier links kommen wir zu diesem, hier ist noch was zum Einsammeln, eine Mana-Pflanze. Da kann ich mir vielleicht Energiepots oder diese Energieteile von herstellen, die wir schon mal gesehen haben. Ein kleiner Beißer. Deine Gesundheit ist gesunken. Benutze Heiltränke, um Gesundheit zurückzubekommen. Wirst du beim Trinken unterbrochen, wird die Heilung auch unterbrochen. Um einen Angriff abzuwehren, kannst du durch Parieren, rechte Maustaste oder Ausweichen zweimal in eine Richtung. Kannst du parieren. Oh mein Gott. Heute kommen wir nur Wortgulasch aus mir raus. Häufig kannst du einen Angriff auch durch eine eigene Attacke unterbrechen. Eigene Attacke, das ist gut, das gefällt mir. Immer zur Gegenwehr übergehen. Ich habe wieder keine Energie mehr, ne? Deswegen kann ich gerade nicht angreifen. Ja. Okay, da haben wir auf jeden Fall, haben wir da was, um Energie anscheinend wieder aufzufüllen. Das lief jetzt gerade suboptimal, möchte ich sagen. Ich möchte aber da noch rauf. Ich möchte mir diese Sachen da noch einsammeln. Okay, gerade erstmal richtig hart gefailt, aber ja, ne. Jetzt weiß ich ja, auf was ich mich hier vorzubereiten habe. Oh Gott, oh Gott. Ich bin so eine Chaosnudel in solchen Spielen. Ich habe halt da wirklich überhaupt gar keinen Plan von. Wenngleich ich sie total cool finde. Ja, das wissen wir. Unterbrich mich nicht permanent. Und wie... Echt, das ist blocken? Echt? Ja, doch, Tatsache, er hat geblockt. Und dann kann ich... Ja, doch. Er geht mir so ein bisschen auf den Senkel, damit dass er mir permanent sagt, hier, heil dich. Ja. Sag mal, hätte ich vielleicht lieber auf leicht stellen sollen? Das ist ja ein Trauerspiel hier. Irgendwie... Ich will aber da oben noch hin. Mein Problem ist gerade, dass ich nicht wirklich zum Angreifen komme. Weil das Viech mich permanent angreift. Und ich die ganze Zeit keine Energie habe. Why? Das ist ungünstig. Waffe ziehen. Ha. Nimm dies. Und jetzt... Hör auf, mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Informationen zuzuspammen, die du mir schon 30 Trillionen mal gegeben hast, bitte. Och, Leute, hör doch mal auf. Das unterbricht mich unheimlich im Spielfluss. Das geht mir auf den Senkel. So. Ich blocke lieber nochmal. Oh, der macht mir trotzdem ordentlich Schaden. Alter, wie viel Schaden macht der mir denn? Vielleicht sollte ich doch erstmal in die Ruine gehen und gucken, ob ich da vielleicht eine Rüstung finde. Weil so zerstückelt mich das Viech. Alter, ist das krass. Wie schwer ist denn hier dann der Anfang auf Ultra? Ja, wie gesagt, ich... Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Da ist nichts mehr... Okay, huch. Da ist nichts mehr zu machen. Okay, also der ist wirklich platt. Damit kann ich nichts mehr machen. Damit haben wir jetzt auch eine neue Aufgabe. Gefährten. Eine halbdefekte Blechdose. Das ist ja auch cool. Dann können wir hier einen Gefährten bekommen, der uns begleitet. Das ist ja auch nice. Okay, dann gehe ich erstmal hier rein. Und schau mal, ob ich... Oh, ein Bogen. Und Pfeile haben wir ja auch. Das ist jetzt natürlich sehr interessant für mich. Elektroschrott. Ich bin ja persönlich immer eher so der Fernkämpfer. Wahrscheinlich, vielleicht habe ich mich auch deswegen eben so doof angestellt. Das sage ich jetzt noch und dann stelle ich mich gleich mit Pfeil und Bogen genauso doof an. Ich sehe es schon kommen. Haben wir hier noch irgendwas drin? Eine Schatulle? Was auch immer wir damit machen können. Ein Krug, ja, das ist wichtig. Ein kleiner gelber Stein. Klebeband. Falls wir jemanden knebeln wollen, sind wir schon mal bestens ausgestattet. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil. Okay. Kann ich hier noch irgendwas? Vielleicht das Werkzeug? Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Nicht alles Alte ist schlecht, ja. Was ist hier noch? Oh! Suppe und
Wer hustet sich da rechts eins ab? Jetzt haben wir hier einen Dietrich. Ah! Vielleicht habt ihr das ja gesehen, als ich die Demo mir schon mal angeguckt habe. Da war so eine Kiste und für so eine Kiste braucht man dann bestimmt eben so einen Dietrich, um die Kisten aufzubekommen. Was können wir hier machen? Klettern. Okay, will ich gerade nicht. Ich habe doch eben irgendjemanden gehört. Hier unten? Och nee, aber das ist nicht so ein Viech wie eben. Das ist ja so eine Pestratte. Die sind eher meine Kragenweite. Ich weiß, es ist feige, von hinten drauf zu hauen, aber wenn das Viech mir den Rücken zukehrt, ist es selber schuld. So. Wegstecken. 10 Erfahrung haben wir bekommen. Wie viel macht das denn so im Schnitt aus? Haben wir irgendwo eine Erfahrungsleiste? Sollen wir noch gucken. Was haben wir da? Ach, guck. Elixit. Hier haben wir einen Spind drin. Oh, ein Mana-Trank und eine Öllampe. Sie ist kaputt, aber verkaufen könnten wir sie rein theoretisch. Ah, Elixit ist quasi die Währung. In dem Fall hier. Wir sind nicht nur abhängig von dem Zeug, es ist auch die Währung. Gut, von Währung ist man auch abhängig. Passus 1. Die Jagd beginnt. Wow. Alter, sieht das geil aus, Leute. Kallax, dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Richtig so. Immer nochmal nachtreten. Seine Schuld. Eine Magnesiumfackel? Könnten wir hier rein theoretisch hochklettern an dem Efeu? Oh, das probiere ich gleich mal aus. Hier können wir da rein oder können wir da nicht rein? Können wir das hier dran aufmachen? Drücken. Oh! Tatsächlich mal was funktioniert. Das bin ich so gar nicht gewohnt, dass was funktioniert in Spielen. Ich kenne das immer... Oh, das ist ein Aufzug. Ich kenne das immer nur so, dass man erstmal alles reparieren muss. Ja, vielen bitte. Ist ja schön, wie du das so freudestrahlend verkündest, Madame. Ich wollte eigentlich noch gar nicht runter. Kann ich... Den Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Es wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Okay. Aber zurück komme ich anscheinend jetzt nicht mehr. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Solche Leuchtekugeln will ich für den Vorgarten haben. Ah, Jetpack. Sehr cool. Kann ich jetzt damit rein theoretisch? Ich komme nicht wieder hoch? Das ist ja mistig. Wow, getroffen. Okay. Haben wir jetzt hier hinten noch was? Hey, langsam bin ich echt... Ich komme jetzt so ein bisschen in Fahrt. Oh, eine Werkerhose. Oh, sehr schön. Wir haben was bekommen. Eine kostenlose Hose. Wir müssen nicht mal bezahlen. Meine Tastatur geht gerade in Rage. Schade, dass ich euch das nicht zeigen kann. Was haben wir hier? Rüstung plus 3. Einfache Hose für die Arbeit im Freien. Ja, Gott, reicht ja erstmal, ne? Schick doch. Jetzt habe ich sie angelegt. Okay, wenn es außen drum rum... Leuchtet. Heiltrank. Klopapier, ja, ne? Also, in freier Wildbahn ist schlecht Arsch abwischen. Was haben wir da unten? Metallschrott. Noch ein kleiner Heiltrank. Ich bin auf die Heiltränke, bin ich echt angewiesen. So miserabel, wie ich kämpfe. Jetzt 10 Zigaretten, jawohl. Super. Ich glaube, du bist noch von ein bisschen mehr abhängig, als nur von dem Elixit. Einfach erstmal alles mitnehmen. Wer weiß, wofür ich das noch gebrauchen kann. Nein, ich gehe noch nicht raus. Ich will erstmal noch gucken, ob hier noch irgendwas Tolles im Raum drin ist.
Noch mehr Zigaretten. Vielleicht kann ich die Zigaretten ja gewinnbringend verkaufen. Wer weiß, der muss bestimmt fit sein, denn das Rauchen wahrscheinlich eher weniger sinnvoll. So, einen kleinen Heiltrank. Klettern wollen wir nach wie vor nicht. Jetzt haben wir hier noch eine Magnesiumfackel und noch mehr Elektroschrott. Ich denke mal tatsächlich, dass der Elektroschrott so nichts wirklich gut ist, als ihn wirklich zu verkaufen. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Wohl eher weniger. Vielleicht können wir uns ja mit denen anfreunden. Die Berserker haben mir tatsächlich, als ich mich auf der Website mal umgeschaut habe, am allerbesten gefallen, so vom Aussehen her. Und wer ist das? Komm, den sprechen wir noch an. Geht's wieder? Du bist zu laut. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Oh, richtig geraten. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Ich komm schon klar. Wollen wir mal ein bisschen auf dicke Hose machen? Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Okay, das war direkt schon mal schlecht, wenn ich mich bei den Berserkern einschleimen möchte. Aus der Observierungsstation? Ich weiß es nicht, dann würden wir lügen oder ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ich würde sagen, diesmal sagen wir die Wahrheit und sind mal ein bisschen kooperativer. Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Du weißt gar nichts, sag das nochmal, du Kröte. Oder Vorsicht, du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Schwierig. Also das Mittlere, das schließe ich direkt schon mal aus. Ansonsten stellen wir uns noch schlechter mit den Berserkern und mit Duras. Und Duras scheint eigentlich recht hilfreich zu sein. Außerdem kämpft er mit Pfeil und Bogen, das macht ihn mir sympathisch. Nehmen wir das. Gar nichts. Tatsächlich? Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Ich würde ja gerne mitkommen in die Stadt. Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Warum interessiert dich das? Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde.
In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Das ist wohl wahr. Der ist ganz schön patzig hier. Ich will gar nicht so patzig mit Duras reden. Ich werde mir schon zu helfen wissen. Wer sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserkern nicht genauso geht? Ja, das ist tatsächlich vielleicht eine berechtigte Frage. Das ist, glaube ich, dann doch wieder so ein bisschen motzig. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserkern nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unsere Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Ja, das würde ich gerne machen. Meine Ausrüstung ist weg, jemand hat mich bestohlen. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Aktionen wie Sprinten, also Bewegen plus Shift links, Angreifen, linke Maustaste und E oder Ausweichen, zweimal Rollenkosten Ausdauer. Sinkt sie auf 0, kannst du diese Aktion nicht ausführen. Ja, das Problem, das hatte ich eben schon. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn es holprig wird. Alles klar. Wow, es sieht einfach nur so mega aus hier. Richtig, richtig cool. Alter, das ist jetzt auch schon eine übel lange Folge. Oh, hier, die würde ich gerne mitnehmen, die Heilpflanze. Warum ist der gehüpft? Habt ihr es gesehen? Ja, ja, alles gut, alles gut. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Meine Ausrüstung ist weg, jemand hat mich bestohlen. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Oder geh weiter. Wir könnten ihn mal fragen. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Das sage ich ihm trotzdem noch. Vielleicht kriegen wir neue geschenkt. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Gestohlene Gerätschaften. Eine weitere Mission. Geh weiter. Bleib hinter mir. Ja. Erstmal sollten wir definitiv mit ihm in die Stadt gehen, aber ihr Lieben, für heute möchte ich mich erstmal von euch verabschieden. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie hat denn euch jetzt die erste Folge aus dem richtigen Spiel gefallen? Ich muss ehrlich sagen, in der Demo war ich noch so ein bisschen, es hat mich alles so ein bisschen überfordert. Es hat mir aber optisch schon sehr, sehr gut gefallen. Jetzt, wo wir gerade von Anfang an erst in das Spiel starten und jetzt auch schon so erste Kontakte knüpfen und wirklich in das Spielgeschehen eintauchen, muss ich wirklich sagen, dass mir das Spiel quasi von Minute zu Minute wirklich besser gefällt. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool und ja, morgen wird es dann schon weitergehen mit der nächsten Folge Elex und dann gucken wir mal, ob wir uns mit Duras hier durch die Wälder durchschlagen können und ja, zur Stadt der Berserker gelangen und was wir da vor allen Dingen auch für Ausrüstung bekommen. Einen Bogen habe ich ja schon mal, von daher passen wir da ja eigentlich schon mal ganz gut rein. Also dann, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit Elex. Tschüss!